Willkommen zur Montageanleitung für den Watercool Heat Killer 4 für die RTX 2080 Ti im Referenzdesign. Und für die 2080 verhält sich das eigentlich genau gleich, nur dass ihr ein paar weniger Wärmeleitpads anbringen müsst. Auf dem Bild hier habe ich euch gekennzeichnet, an welche Stelle welches Wärmeleitpad muss. Das könnt ihr euch dann für eure Montage gerne screenshotten, damit ihr nicht nachschauen müsst. Die roten Wärmeleitpads haben eine Dicke von 0,5 mm und sind für die GDDR6 Speicherchips gedacht. Die fallen aber sehr leicht auf, da sie deutlich dünner sind als die anderen, also da besteht eigentlich keine Verwechslungsgefahr. Montagematerial ist bereits im Lieferumfang enthalten, sodass ihr nichts mehr dazu kaufen müsst. Die Wärmeleitpads sind bereits in der richtigen Größe zugeschnitten und lassen sich so den entsprechenden Stellen einfacher zuordnen. Zur Montage empfiehlt es sich, die Grafikkarte auf die mitgelieferte Packung zu stellen oder auf eine antistatische Folie, da somit die SMD-Komponenten auf der Rückseite des Grafikkarten-PCB nicht beschädigt werden können. Bevor ich die obere Folie vom Wärmeleitpad entferne, drücke ich das Wärmeleitpad ein bisschen fest, damit es sich dann nicht so leicht ablöst. Ich versuche das zuerst mit dem Fingernagel und bin dabei, wie man sieht, relativ erfolglos. Ich hole mir dann eine Pinzette zur Hilfe, die es mir deutlich einfacher macht, die Folien von den Pads zu entfernen. Das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Nachdem ich auch die zweite obere Folie von den Wärmeleitpads entfernt habe, drücke ich diese noch ein bisschen fest, damit, wenn ich dann später das PCB auf den Grafikkartenkühler quasi auf den Kopf drehe, die Pads nicht abfallen und dann am Ende an einer falschen Position oder irgendwo auf dem Kühler landen, wo sie nicht landen sollen. Anstatt Wärmeleitpaste werde ich Flüssigmetall verwenden, um einen besseren Wärmeübergang zwischen Grafikchip und Heatkiller zu bekommen. Das ist aber nur eine Sache für Enthusiasten und absolut kein Muss. Die SMD-Komponenten und den Grafikchip habe ich mit klarem Nagellack geschützt, damit ein Kurzschluss durch das Flüssigmetall vermieden wird. Beim Auftragen vom Flüssigmetall gilt, weniger ist mehr und ihr habt ja gesehen, ich habe nur einen kleinen erbsengroßen Tropfen drauf gemacht und dieser reicht auch tatsächlich für das komplette GPU-Die aus. Man weiß, dass man fertig ist, wenn wirklich jede Stelle bedeckt ist und damit meine ich auch jede Stelle. Bei
Bei Flüssigmetall ist das Besondere, dass man das Flüssigmetall auch auf den Kühler auftragen muss. Dass man quasi auf beiden Flächen, also auf beiden Kontaktflächen, Flüssigmetall hat. Sonst kann es dazu kommen, dass die Wärmeübertragung nicht richtig stattfindet. Ich persönlich bevorzuge es, die Grafikkarte auf den Kühler zu legen, da man diese dann anhand der Schraubenlöcher besser ausrichten kann. Wie ihr an der Spiegelung am Kühler erkennen könnt, sind alle Wärmeleitpads noch in der vorgesehenen Position und keins ist abgefallen. Das ist nochmal der Grund dafür, weshalb ich jedes Wärmeleitpad nach dem Abziehen der Folie festdrücke, damit man sich sicher sein kann, dass dann beim Montieren auch nichts schief geht. Hier seht ihr, wie ich die Platine auf dem Kühler noch einmal richtig ausrichte, damit die Schrauben dann besser in die vorgesehenen Bohrungen passen. Es ist wichtig, die Schrauben über Kreuz anzuziehen, damit ihr so Spannungen in der Platine vermeidet. Anfangs ziehe ich die Schrauben noch nicht richtig fest, das mache ich dann erst am Ende, wenn alle in den vorgesehenen Löchern sind. Wichtig ist auch, dass man darauf achtet, dass wenn man eine Backplate montiert, man die drei Schraubenlöcher über den Spannungswandlern freilassen muss. Mir ist leider der Fehler unterlaufen, dass mir das erst im Nachhinein aufgefallen ist. Deswegen seht ihr, wie ich diese Schrauben noch einmal rausmache und erst an den, ja, am Rand der Grafikkarte dann neu montiere. Um mir die Montage ein bisschen zu erleichtern, habe ich die Slotblende der Grafikkarte anfangs demontiert und wie ihr seht, montiere ich sie an dieser Stelle wieder. Das ist etwas, das kann man machen, muss man aber nicht. Kommen wir nun zur Montage der Backplate. Auch die Backplate kommt mit Montagezubehör, Schrauben und bereits zugeschnittenen Wärmeleitpads. Zur Montage der Backplate gibt es nicht so viel zu sagen. Das große Wärmeleitpad, das quadratisch zugeschnitten ist, kommt auf die Rückseite des GPU-Die. Das längliche kommt auf die Rückseite der Spannungswandler und das kleine längliche auf die Rückseite der zweiten Spannungswandler. Hier seht ihr, wie plan die Platine der Grafikkarte auf dem Heatkeller aufliegt. Das ist sehr wichtig, dass die Platine plan aufliegt, da sonst Spannungen in ihr auftreten können und Leiterbahnen brechen. Also an dieser Stelle muss man sagen, dass Watercool sehr gute Arbeit geleistet hat, da die Platine wirklich kerzengerade aufliegt und keine Spannungen auftreten können.
Ebenso seht ihr auch, wie die Wärmeleitpads richtig angepresst werden.